Jo, Schlingel, es ist endlich soweit. Die LED-Schilder gehen in die zweite Runde. Letztes Mal schneller ausverkauft, als es die Polizei erlaubt. Innerhalb von 5 Minuten 2000 Dinger verkauft. Wir hätten deutlich mehr auch noch verkaufen können, aber wir hatten nur 2000 Stück. Das Ganze ist jetzt für euch am Start in überarbeiteter Qualität mit einer besseren App, mit viel mehr Funktionen, ob Timer, Dimmer, Lichtimitation. Wir haben da sehr, sehr viel nochmal überarbeitet. Und ihr könnt euch jetzt registrieren für das LED-Schild. Auch die Leute, die sich beim ersten Dropshop registriert haben, nochmal neu registrieren. Einfach auf die Website draufgehen, Mail eingeben, dann kriegt ihr eine Bestätigungsmail. Die einmal bestätigen und dann kriegt ihr am Samstag im Laufe des Tages ein Passwort, was ihr dann eingeben müsst, um auf die Website zu kommen. Und am Samstag um 18 Uhr könnt ihr dann ein LED-Schild bekommen, wenn ihr euch registriert habt. Also das Ganze könnt ihr auf montanablack.de machen und Samstag 18 Uhr ist es soweit. Ich hoffe, ihr bekommt eins. Wir haben diesmal ein paar mehr. Kuss geht raus, das Haus bezahlt sich nicht von alleine, ihr wisst Bescheid, Kuss. So, hungriger Hugo, jalla. Hab ich mir einfach spontan machen lassen, Digga, das hat eigentlich keine Bedeutung. Oh, hell no! Das sind Risse. Nur Vorteil. On the road, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Wie alt können die werden? Das mit dem Riff, Digga, habe ich auch extrem gefeiert und Lachfleisch draufgeschoben, Mann, so gut. Back with the Rings. Ja, oi. Ja, oh, feini. Ja, komm her hier. Oh. Oh, hier, mein Dickerchen. So ins Winterfeld. Ich guck hier nicht runter, ich bin hier aber jetzt oben, entspannt. Hat mich sehr viel Überwindung gekostet und ich werde auch wieder schnell weg. Wir sind hier im Wildpark Schwarze Berge, über den Dächern von der Fischberger Heide. Wir können gerne ein Foto unten machen, aber nicht hier oben, bitte. Das ist ja, Bruder, das ist ja Bear Grylls-mäßig gerade. Hast du Angst? Ja, ich habe Angst, ich habe Höhenangst, genau. Ich nicht. Der 34-jährige Marcel. Digga, das kleine Kind wollte einfach so einen Smalltalk anfangen, Alter. Ich war so in meinem Film drin und wollte einfach nur weg. Leidet schwer unter seiner Höhenangst. Das macht's jetzt gerade nicht besser, Kollege. Einmal ein bisschen Rücksicht nehmen, bitte. Ja, hier sind mir zu viele Menschen gerade. Nee, ey, Rudi. Nicht hüpfen, Mann. Piss. Ey, die tut mir voll leid. Die hat wirklich gedacht, dass ich zu ihr gesagt habe, so verpiss ich. Das ist auch ein TikTok-Clip, gab es davon, der 3 Millionen oder 2,5 Millionen Aufruf oder so. Ich meine natürlich das zu meinem Kollegen. Piss dich, Buck, hör auf, Digga. Ja, man ist auch nicht so Spaß, Digga. Alarm! Alarm! It was at this moment that he knew he fucked up. Melina, kann ich gewinnen, ich bin im Online-Spiel. Nein, 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 nein. Ist es bei uns in der Wohnung? Ja! Chat, was machen wir? Drücken oder rausdrehen? Ich hab's, glaube ich, kaputt gemacht. Dating Air Miles. Video recording. No, just from the back. No. Okay. No, don't watch me. I deleted. Nobody's gonna delete the video. Delete it. Bye. Leave me alone. No, can you help me, please? Habt ihr das gerade gehört? Das ist nicht jetzt richtig. Yo, Leute, Doppelpiece. Why are you helping her? Oh my God. She's... Ich hatte den Clip gesehen von ihr. Da haben auch viele dann so runtergeschrieben, ja, was filmt ihr denn auch, selber schuld und so. Das ist halt auch gerichtlich und ähnliches. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Amerika ist, aber das ist ja kein Grund, da handgreiflich zu werden und oder auf die Kamera zu hauen oder sowas, ne? Wenn ich jetzt einen IRL-Stream mache und bewusst dich einfach filme, also zu dir hingehe und dir die Kamera in die Fresse halt, okay. Aber in Deutschland ist es Beiwerk, nennt sich das, glaube ich. Still following me. Oh no, run, boy, run. This world is not meant for you. Oh nein, ich hab... Ey, Bruder, komm, scheiß drauf. Schnupfen. Wenn ich Dropper spielen darf, immer gerne. Wenn ich schon einmal sehe, dass... Wieder, dass jemand bei Kilian ins Stream reinschreibt, was, ist das eine Frau? Ich raste komplett aus. Mom, I'm sorry. City dub, I even got it. Okay, jetzt von 2018, irgendein Kind kommt, fragt Kilian, wer ist denn die dicke Frau? Was ist so passiert? Mein Nachbar steht unten und ruft nach oben, gnädige Frau, ist das ihr Anhänger von meiner Haustür? Gnädige Frau, hat er gesagt. Oh, ich muss putzen, Alter. Hallo Uwe! Hallo! Die besten Cosplays auf dem Herofest. Guck mal, wer da hochgefahren kommt! Alter! Wen cosplayst du? Oh, Digga, warte mal. Fest. Guck mal, wer da hochgefahren kommt! Digga, das sieht ja bambamäßig aus, das Cosplay, oder? Wen cosplayst du? Das sieht auch nicht. Du, ja, Digga! Guten Tag! Slawischer Spider-Man.
müsst doch Knossi sein Kumpel. Bist du nicht der Sidekick von Knossi? Wie heißt du nochmal? Monte, oder? Talente for Life. Du kennst Rossi, oder? Der Allmann, die Schwabbeltitel. Was soll das denn schon wieder mit dem Bild? Was soll das denn? Moin. Ich bin Albaner. Bitte? Ich bin Albaner. Das freut mich. Ja. Können wir mal so Albanien-Flagge machen? Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich wünsche euch was. Bitte. Dir ist eben im Chat aufgefallen, dass du durch die Maske trinkst? Ich kann auch rauchen dadurch. Ich bin voll heiliger. Ey Leute, geiler Drehtag. Ich hab Monte so noch nie gesehen. Es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser. Was ist das denn für ein geiler Scheiß, Alter? Das ist ja sowas von cool gemacht. Richtig, richtig nice. Falscher Feuerwehrmann. Während der Löscharbeiten an zwei Wohnhäusern fiel den Helfern am Abend ein Mann auf, der als Feuerwehrmann verkleidet vor dem Brand posierte. Du sollst Backflip machen! Die gleiche Frisur wie ich. Der lächelt einfach. Moin. Oh. Nein. Oh no. Nein. Nein. Hör mal mir vertrauen, okay? Katzi. Alles zu machen. Käse noch. Ey, ich mach mir ein bisschen Sorgen um ihn. Was macht sie, Mann? Der ist seit 2 oder 3 Wochen durchgehend online und spielt nur dieses Spiel. Guten Morgen. Eine Frage. Das Zeug, was jetzt in der Arena, in der alten Arena, in Minecraft. Sind das die aus der Arena hier rauskommen? Die mit dem Schlafwandelclip? Aber kein Scheiß. Guten Morgen. Eine Frage. Eine Frage, wie der letzte Besoffski. Das Zeug, was ich jetzt in der Arena, in der alten Arena, in Minecraft haben wollte. Sollst du die aus der Arena hier rauskommen? Ich stehe. Wo sparst du Energie? Wegen der Krise, Stichwort Solidarität. Ich mach's aktuell so, ich befriedige deine Mom wieder mit der Hand, damit sie ihren Vibrator nicht aufladen muss. Kevin reagiert auf Friesengemüsemeisterschaft. Peter Glazebrand. Boah, Junge. Ich komme in die Hölle, aber der Auberginen-Opa sieht aus wie die vertrocknete Oma aus SpongeBob. Sinus und Cosinus nach X auflösen. Online-Matte-Forum. Geil. Bruder, ist nicht dein Ernst, Digga. Bitte schau dir Nova an. Hallo, ich bin Nova. Was ist denn das hier? Ist auch eine hübsche, ne? Ich glaube, die ist aber relativ. Ich glaube, habe ich die nicht mal auf der Gamescom gesehen? Die ist relativ groß, ne? Im Verhältnis. Aber mich würde mal interessieren, welche Schuhgröße hast du? Und ich glaube, da ist das Problem. Also für jemanden, also für mich. Seit neuestem hat sie einen Freund. Das ist auch okay. Also ich würde sagen, sie hat mindestens 44. 43 bis 44. Das Down-Syndrom. How do you like pizza, babe? Shit, I don't like it. Scheiße. Lass mal testen. Baby! Ist nur Spaß. Der neue Hammer-Transfer bei SSV Harzstadt. So am Marino, Junge. Aber Amal ist nicht der Einzige, der auf dem Feld zaubert. Ja, hab ich gesehen. Da kommen sie. Nope. Die sehen sich aber auch ähnlich.
war ein Traumtor, Digga. Das war ein Traumtor. Ich hab die Kohle! Brasilien! Brasilien! Oh mein Gott, ja! Yeah! Welche Parteien sind in einer Jamaika-Koalition? Brasilien. Brasilien! China. Keine Ahnung. Indien. Digga, keine Ahnung. Knossi, was ist ein Hauptbestandteil von Milch? Gift. Wie heißt der beste Freund der Biene Maya? You used to call me on my cell phone. Mario. Welches Organ entgiftet auf das aufgenommene Alkohol? Das wäre dann die Niere. Was? Die Niere? Knossi, welches Betriebssystem stammt von Apple? iOS. Gutes Video, sehr gutes Video. Die Edits von Hungriger Hugo, davon bräuchten wir mehr. Ich weiß, es ist natürlich sehr aufwendig immer, aber die waren echt geil, Digga. Das ist ja auch das, wofür Hungriger Hugo sehr bekannt geworden ist, diese krassen Edits, ne? Der kann schon geisteskrank schneiden, Digga.